Mit großer Freude kamen die Badesäcker zum Strudelfestival am Pfingstsonntag an, das nach zweijähriger Zwangspause wieder veranstaltet werden konnte. Zuschauen, weil jetzt habe ich schon ein paar Jahre habe ich auch gemacht. Jetzt haben sie nichts mehr gesagt. Immer Käse. Käse haben wir auch nicht immer gemacht, weil den haben sie am liebsten gegessen. Es ist ja schön und ist auch gut. Das Wetter ist auch schön. Und noch kann man das ja auch machen. Jeden Tag, nur nicht in den. Wir haben auf die Feiertage einen anderen Anzug und fahren auf den Sonntag und auf den Feiertag haben wir einen anderen Anzug. Da ist der Koster voll mit Gewand. Das Deutsche Verein hat schon vor vielen Jahren Pfingsten abgehalten. Immer ein bisschen Folklore-Programm und immer weniger waren die Leute. Und dann haben wir gedacht, also durch den Magen könnte man die Leute wieder locken. Und dann haben wir gesagt, wir sollen ein Strudelfestival machen. Und so haben wir angefangen. Heimatmuseum in Hof. Also das Haus ist bald untergegangen, so viele Leute sind gekommen. Und nachher, in den nächsten Jahren, da haben wir uns da raus. Und alle Nationalitäten haben Strudel gemacht. Und dann später haben wir auch Strudelhäuser gerufen. Und der Strudel war nie nicht. Mit meiner Stiftung bin ich mit diesem Verein dabei, weil wir arbeiten alle zusammen. Also ich sage immer, wir haben wie ein Baum Wurzeln, einen Stamm und sehr viele Äste. Und zwischen diesen Ästen sind wir alle drin und wir gehören alle zu diesem einen Stamm. Also ein Platz, ein Arbeit. Ein Ziel, eine Richtung. Also machen wir alles zusammen. Weil die Schwaben, die Schwarzwälder Schwaben, die Badesäcker ursprünglich waren, haben sehr, sehr viel Strudel gegessen und haben es sehr gerne gemacht, weil damals es kein teures Essen war. Jeder hatte zu Hause Kühe und Mehl, hat jeder seinen eigenen Weizen gehabt, was er zum Mühle getragen hat. Dann hat er Mehl geholt, Mehl, Strudel, saure Sahne, alles war dabei. Arbeitskraft war auch dabei. Schweinefett gab es auch. Also, was machte man? Strudeln. Neben den klassischen Strudeln mit Topfen, Mohn, Apfel und Weichselfüllung konnte man dieses Jahr auch Strudel mit Karotten oder Speck kosten. Also ich verkaufe hier unseren Strudel an unserem Pfingstfest. Wegen der Pandemie haben wir in den letzten 2 Jahren dieses Fest nicht veranstalten können. Und jetzt ist es für uns eine große Freude, dass wir jetzt in diesem Jahr dieses Fest veranstalten können und auch das Wetter diesmal mitspielt. Also wir haben Quarkstrudel, Mohnstrudel und Grießstrudel mit Kraut. Also die typischen ungarndeutschen Strudelsorten. Das haben wir jetzt diesmal bestellt, weil unser Vereinshaus, das Deutsche aus Badesäck, noch nicht ganz fertig ist. Also unsere Küche ist noch nicht fertig. Aber wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr, dann, wenn wir eine Küche haben, dann dort zusammen den Strudel zubereiten können. Heute haben wir mehrere hundert, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil die Oberländer auch viel Strudel mitgebracht haben. Aber ich denke so, die Zahl liegt bei 1000. Das bunte Kulturprogramm begann mit der interaktiven Aufführung der DBU. Es folgten die Produktionen der Deutschen Tanzgruppe, des Badesäcker Kindergartens, der Jugendblaskapelle, der Deutschen Nationalitätentanzgruppe Heimat und des Volkstanzvereins der Oberländer. Gäste des diesjährigen Festivals waren die Tanzgruppe des Vereins Glück auf aus Großmanok und das Ulrichs-Trio aus Schomberg.